Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem Let's Play-Projekt mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen Total War Battles Kingdom, ein neues Free-to-Play aus dem Hause von Creative Assembly. Es ist ein Aufbauspielchen, wo man auch einige Schlachten in Total War-Manier schlagen kann. Und seit dem neuen Patch auf Version 1.1 kann man es auch auf Deutsch spielen. Und ich habe mir gedacht, dann kann ich euch das auch eigentlich mal zeigen. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel groß rumgeplänkel vorneweg machen, sondern wir werden gleich in das Spiel starten. Ich will nur ganz kurz zu dem Verlauf sagen, wir werden das Tutorial spielen. Ich werde erst am Ende dieses Let's Plays ein Fazit vornehmen. Das wird nicht so umfangreich werden. Ich sag mal 7-8 Teile oder so. Es ist ein Free-to-Play. Es ist nicht unbedingt ein Pay-to-Win. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Also man kann eigentlich alles in diesem Spiel auch ohne den Einsatz von echtem Geld erreichen. Es dauert dann halt einfach nur länger. Das vielleicht nur so als kleine Einschränkung noch dazu. Aber ich finde, bisher ist es ganz nett, ohne da jetzt aber zu voreingenommen an dieses Spiel herangehen zu wollen, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal durch und hören wir uns mal ganz kurz den Prolog an. The year is 915. England is ravaged by war. Local rulers fight for power and the heathen Danes pillage our shores. The Picts of the North grow bolder each day, harassing our armies and raiding our settlements. England needs a ruler to unite her people under one banner and to banish these dark times. Willkommen daheim. Leider ist keine Zeit, eure Heimkehr zu feiern, denn es warten wichtige Aufgaben. Nach dem vorzeitigen Tod eures Vaters und Bruders seid ihr nun Herrscher. Einer eurer Dämme wurde letzten Herbst zerstört und die darauf folgende Flut vernichtete den Rest der Stadt. Oh nein, wir müssen also unsere Stadt mal komplett neu aufbauen. Wir müssen den Damm erneuern, bevor wir mit dem Wiederaufbau der Stadt beginnen können. Wählt das Wasser. Wählt den Tab Landschaft. Wählt den Damm. Und schwuppdiwupp, wir bauen für 20 Silber und 20 Holz innerhalb von 7 Sekunden. Keine Sorge, das sind nicht 7 Stunden, bauen wir einen Damm. Das Bauen von Gebäuden geht glücklicherweise bei diesem Spiel recht schnell eigentlich. Und wir sehen, wir haben unsere Siedlung trockengelegt. Und hier ist also unsere grandiose Stadt, unsere grandiose Festung, die wir irgendwann nochmal ausbauen werden. Und ich werde auch gleich ein bisschen was hier zum Aufbau dieser Stadt sagen. Wenn wir Schwein haben, ja doch, wenn wir Schwein haben, können wir nämlich hier noch eine richtig gute Stadt draus machen, aber das ist hier immer so ein bisschen heikel. Egal, ihr seht schon, in diesem Spiel gibt es viele verschiedene Hexagone, ja, die ihr hier sehen könnt, und mit denen muss man arbeiten. Die haben eine unterschiedliche Höhe, wie ihr hier auch sehen könnt. Es gibt Wasser, es gibt Bäche, es gibt Sümpfe, es gibt Wälder, es gibt Wiesen und so weiter. Ne, da werden wir mal gucken, was wir da noch so alles machen können. Der Damm wird das Wasser vorerst zurückhalten, aber wenn es zu sehr ansteigt, wird es brechen. Vorsichtshalber sollten wir das Gelände dahinter anheben. Aha. Sollten wir das machen? Wählt das Gelände. Ja, Dämme können tatsächlich brechen, das stimmt. Das ist hier immer so ein kleines Manko. Wir heben mal hier das Gelände an für 10 Nahrung. Das dauert auch nur 7 Sekunden. Und damit haben wir verhindert, dass dieser Damm bricht. Und wir könnten dann, glaube ich, sogar irgendwann mal diesen Damm auffüllen mit Erde und bekämen dann hier ein reguläres Geländefeld. Also ihr seht, man muss hier schon so ein bisschen in die Landschaft des Spieles eingreifen und damit arbeiten. Da unsere Stadt nun gesichert ist, wird es Zeit, die Wohnhäuser wieder aufzubauen, die unser Volk in der Flut verloren hat. Das ist wohl wahr. Wählt das Gelände aus. Ich will eigentlich da aber gar kein Haus bauen. Ich muss mal kurz gucken. Typischerweise würden wir die Schmiede nachher, ich muss mal gerade gucken. Da würden wir eigentlich kein Haus bauen, sondern da würden wir eigentlich nachher eine Schmiede hinbauen. Ich würde eigentlich lieber hier jetzt mal Haus. Ist egal. Okay, gut, machen wir das. Machen wir es halt mal so. Also wir bauen jetzt ein Haus. Welthäuser. Ja, wir bauen eins hier. Diese Hinführung des Stadtaufbaus am Anfang
ist nicht ganz so glücklich, sage ich mal. Man kann aber, und das ist hier schon doch ein großer Vorteil, man kann die Häuser alle wieder abreißen, man bekommt Ressourcen zurück, es ist also nichts komplett verloren. Allerdings dauert es auf der anderen Seite auch immer ein bisschen, bis man Ressourcen gesammelt hat, aber das werdet ihr alles gleich sehen. Also es ist halb so dramatisch, man kann hier wirklich die Stadt ganz schön wieder umbauen. Wohnhäuser stellen Arbeiter bereit, denen ihr Aufgaben in der Stadt zuweisen könnt. Diesen werden sie bis ins hohe Alter nachkommen. Es wird eine Zeit dauern, bis sich ein Arbeiter hier niederlässt. Mit etwas Gold können wir das aber beschleunigen. Welt abschließen. Dann sparen wir uns also diese 5 Stunden und 24 Minuten Zeit. Also ihr seht schon, Gold ist die Währung, die man hier für echtes Geld kaufen kann, um einfach alle Sachen zu beschleunigen. Man kann das Gold, und das ist eigentlich wohl die sinnvollere Variante, man kann das Gold auch einsetzen, um Einheiten zu kaufen. Dazu später mehr. Am Anfang kostet uns das noch keine Ressourcen. Sammelt den Arbeiter ein. Wir haben also hier einen Arbeiter, und wenn wir da draufklicken, dann zack, kommt er jetzt in die Stadt. Oder hat es jetzt doch Gold gekostet? Doch, es hat Gold gekostet, aber ich hoffe mal, wir kriegen nachher wieder was zurück. Sie werden der Arbeiterschaft der Stadt hinzugefügt. In der Burg findet ihr Aufzeichnungen hierüber. Wählt die Burg. Das Infofenster der Burg zeigt die Anzahl nicht zugewiesener Arbeiter eurer Stadt ein. Also wir sehen hier die richtigen Arbeiter. Aber das sind Bauern eigentlich, ne? Oder? Genau, das sind die Arbeiter, und das sind eigentlich die Bauern. Und die Bauern muss man irgendwann zu richtigen Arbeitern umbasteln. Das kommt aber auch noch später. Das Infofenster, ne, der Burgzeuger ist eine angewiesene der Stadt. Genau, das habe ich eben, glaube ich, schon vorgelesen. Detaillierte Informationen erhaltet ihr, indem ihr das Infofenster maximiert. Das geht auf diesem Plus-Symbol eigentlich. Achso, ich muss das hier erst wegklicken. Jetzt kann ich das maximieren. Und dann sehen wir haben in der Stadt 2 von 50 Mauern. Wir sehen, wir haben 0 Burgverbindungen auf Rang 1. Das heißt also, wir haben keine Verbindung mit anderen Burgen hergestellt. Das ist möglich. Man kann sein Königreich vergrößern. Und wir haben momentan 26 von 50 maximal möglichen Arbeitern. Also es gibt für jedes Ausbaulevel einer Burg, man kann die Burg aufwerten, gibt es ein Limit. Und dieses Limit kann man dann eben durch den Ausbau der Burg vergrößern. Aber Achtung an der Stelle, das ist gar nicht so einfach, so eine Burg auszubauen. Das dauert ganz schön. Also da muss man schon so ein paar Stunden, sage ich jetzt mal. Keine Sorge, man muss da keine Tage für spielen, aber so ein paar Stündchen sollte man dann schon rein investieren. Hier sehen wir zusätzliche Informationen über die Burg, zum Beispiel wie viele Mauern gebaut wurden und mit wie vielen anderen Burgen sie verbunden ist und wie viele Arbeiter verfügbar sind. Das haben wir ja schon. Jetzt minimieren wir das Fenster direkt wieder. Die Schmiede muss voll bemannt sein, um Silber zu verdienen. Sie ist mit 5 Facharbeitern bemannt. Erhöht sich die Geschwindigkeit. Ist sie mit 5 Facharbeitern bemannt? Erhöht sich die Geschwindigkeit, mit der Silber produziert wird. Weisen wir ihr jetzt einen Facharbeiter zu. Das ist eigentlich schade. Ich will die eigentlich abreißen. Die steht da nicht so günstig. Aber ist okay. Das ist ja häufig so. Ja, wir können ihr jetzt noch einen weiteren Facharbeiter zuweisen. Und die Schmiede wird jetzt in 15 Minuten das erste Silberstückchen produzieren. Und wahrscheinlich werden wir dann auch so, dass diesen Part des Let's Plays dann schon mal beenden. Gut, die Schmiede ist jetzt voll besetzt und hat ihre Arbeit wieder aufgenommen. Wir kriegen hier den Bonus, dadurch, dass wir hier richtige Arbeiter drin haben. Diese richtigen Arbeiter, also Facharbeiter, arbeiten schneller als die regulären Arbeiter. Wir haben außerdem hier noch so ein Männchen drin, was ihr seht. Das muss ich gleich mal zeigen. Das ist ein Soldat, der ist aber nicht da, um dieses Ding hier zu bewachen, sondern der schafft quasi die ganze Zeit in der Schmiede. Und der kommt von unserem ersten Militärgebäude, was sich hier direkt nebendran befindet. Es ist also sinnvoll, neben diese Schmieden Militärgebäude zu setzen, weil dann diese Schmieden immer automatisch schon mal mit Soldaten entsprechender Anzahl an Militärgebäuden besetzt sind. Habe ich 3 Militärgebäude drumherum, habe ich 3 Arbeiter, die da dauernd drin schaffen. Denn diese Facharbeiter werden irgendwann nach Hause gehen, weil sie müde sind. Da ist ein grüner Balken und dann sollte man sie ersetzen. Insofern ist es also gut, wenn man die nicht ersetzen muss, weil man immer hier die Garnisonstruppen schon arbeiten lassen kann. Die Stadt erholt sich langsam, sehen wir uns einige der anderen Elemente eures Reiches an. Ah, unser Holzfäller. Da seht ihr auch schon, da ist so ein kleiner, da sind hier so 2 Männchen, die da drin arbeiten. Die Grafiken werden wahrscheinlich in Bälde auch nochmal
vielleicht nochmal ein bisschen aufgepeppt, wer weiß. Aber momentan schon mal ganz witzig eigentlich. Also der Holzfäller kann Bäume fällen, um Holz zu erhalten. Die Menge an Holz hängt dabei von der Art des Baumes ab. Ja, also Eichen wachsen nicht so schnell, produzieren aber mehr Holz und diese Fichten oder was es sind, ja, fällen wir zunächst eine Eiche. Eichen wachsen langsamer als Kiefern. Ah, Kiefern sind es. Liefern jedoch mehr Holz. Wir wählen also den Holzfäller, wählen Fällen und jetzt können wir einen Baum auswählen. Das Spiel schlägt diesen Baum vor, tun wir das. Wir fällen diese Eiche und ihr seht, das geht jetzt relativ schnell. Wir könnten das mit dem Gold abschließen. Machen wir jetzt auch mal an der Stelle. Und jetzt fällen wir noch einen Kiefer. Und dann seht ihr, jedes dieser Holzstückchen, dieser Stämme hier zählt 10 Holz. Ach so, ja. Hallo? Ja, okay, gut. Anstatt immer nur ein Stück Holz aufsammeln zu können, können wir alles auf einmal über die Massensammlung erhalten. Das sollte man aber nie machen, das sage ich direkt. Das war auf jeden Fall mal so. Ja, ich wähle den Holzfäller erstmal. Achso, ja, ah, nee, Moment, das ist was anderes als das, was ich jetzt gedacht habe. Ich sag gleich was dazu. Ja, das ist halt praktisch. Sogar bei der Burg steht sie zur Verfügung. Also man muss nicht immer alles einzeln einsammeln. Das ist schon mal ganz gut. Der Bauernhof baut Weizen an der geerntet werden kann, um Nahrung zu erhalten. Leider ist der Fluss ausgetrocknet, der an dem Bauernhof vorbeiführt. Unsere Felder verfaulen daher. Also sie vertrocknen eigentlich. Verfaulen würden sie ja bei zu viel Feuchtigkeit, sage ich als alter Agrarhistoriker. Wir müssen also gucken, dass wir diese Felder wieder bewässern. Wir können dafür sorgen, dass der Fluss wieder Wasser führt, indem wir das Gelände neben dem See absenken. Dann tun wir das auch. Also ich senke ab. Und das geht dann sehr, sehr schnell. Also das Wasser wird dann gleich hier wieder lang fließen. Hervorragend. Die beheizten Felder verfaulen nicht mehr und können nun vom Bauernhof abgeerntet werden. Im Steinbruch kann man nach Stein, Silber, Kohle und Goldvorkommen schürfen und sie dann abbauen. Ich glaube, das dauert aber relativ lange. Ja, ist egal. Also wir schürfen mal. Okay, wir schließen es ab. Und wir haben jetzt hier eine Stelle gefunden, an der wir buddeln können. Und wenn wir hier jetzt graben, dann senkt sich dieses Gelände ab. Und dann wird gezeigt werden, was sich darunter befindet. Und es ist Stein, wie zu erwarten gewesen wäre. Wir können den Stein auch entfernen. Das ist übrigens auch kein Problem. Oh nein, Banditen haben ihr Lager in unserem Königreich aufgeschlagen. Wir müssen sie verjagen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wir sollten anfangen, Soldaten zu rekrutieren, wenn wir sie beseitigen wollen. Das auf jeden Fall. Wählt das Gelände. Wir bauen eine Kaserne. Ja, eine Kaserne hier zu bauen ist okay. Es ist immer gut, wenn man die, wenn man diese Garnisonsgebäude direkt hier an der Burg baut. Und mir ist übrigens eben ein Fehler unterlaufen, dieser Garnisonsmensch hier drin. Der kommt nicht von der Kirche, die hier nebendran steht, sondern der kommt von der Burg hier in der Mitte. Das habe ich eben falsch erzählt. Ja, wir nehmen dann also, ihr seht hier, könnte man jetzt zum Beispiel für Echtgeldeinheiten kaufen. Das ist die lohnendere Variante, also zum Beispiel Axtkämpfer oder Streitkolbenträger. Okay, gut. Also wir nehmen den Schwertkämpfer und wir müssen ihm einen Einheitenplatz in unserer Armee zuteilen. Das machen wir hier oben. Und dann seht ihr, wir haben schon mal so eine kleine Truppe. Wir haben ein paar Bogenschützen und ein paar Heerbann-Speerkämpfer. Die Einheiten bekommen Erfahrung, können neue Fertigkeiten erlernen. Wir können zusätzliche Kampffertigkeiten bekommen. Hier oben werden die dann nachher sein. Und man kann diese zusätzlichen Slots freischalten und besetzen. Und da muss ich auch direkt sagen, also seid nicht erstaunt. Es gibt Leute, die haben auf den hinteren Rängen Bogenschützen stehen. Und das kann man tatsächlich machen. Man kann auf diese hinteren Ränge, wenn die vorderen Ränge mit Infanterie befüllt sind, kann man auf die hinteren Ränge Bogenschützen setzen. Und wie das bei dem mittleren ist, ich glaube, der ist immer für die Artillerie geblockt, muss aber nicht sein. Aber es ist häufig sinnvoll, diese Bogenschützen hier hinten stehen zu haben. Dann kann man damit ganz gut kämpfen. Ja.
Wir haben den Grundstein für eine Armee gelegt. Aber bevor wir die Banditen bekämpfen, sollten wir eine Kirche bauen. Dort wird ein heiliges Artefakt aufbewahrt, das sich positiv auf unsere Truppe auswirkt. Also bauen wir die Kirche hier. Wo wir sie auf jeden Fall niemals bauen würden, aber in Herrgotts Namen, dann ist es halt so. Muss man gerade gucken. Ja, ja, okay, gut. Also sammeln wir das heilige Artefakt ein und wir nehmen die Longinus-Lanze. Mit der Longinus-Lanze stach man Jesus am Kreuz in die Seite. Ihr Einfluss ermöglicht euren Truppen den Einsatz von Zielen. Verbessert den Fernangriff einer Einheit und verhindert Beschuss durch Verbündete. Also Friendly Fire sozusagen. Nun, da ein Artefakt gewählt wurde, muss der Befehl zugewiesen werden, den es euch einzusetzen ermöglicht. Und das machen wir dann hier oben. Und da seht ihr es. Und hier oben können wir das Ding jetzt aktivieren für unsere Schlacht. Das ist eine feine Sache. Plus 10 Fernangriffe auf Level 1. Man kann es also aufwerten. Und man kann natürlich, indem man die Kirche abreißt, das Ding einfach nochmal neu bauen. Wir sind nun bereit, die Banditen zu bekämpfen. Um zu ihnen zu gelangen, müssen wir die Straße zum Fluss reparieren. Aber diese Ruinen versperren uns den Weg. Oh no! Trinken wir gerade einen Schluck Siegeskaffee, weil diese Schlacht werden wir gewinnen. Es ist das Tutorial, da ist es noch nicht so wild, ne? Okay, wählen wir den Landschaftstab und bauen wir die Straße. Also ihr seht schon, das Bauen von Gebäuden, das geht erfreulicherweise immer sehr schnell. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Brücke hier weiterbauen. Auch das geht relativ schnell. Man kann jetzt nur nicht mit seinen Trüppchen hier rausreiten und dann angreifen, sondern wir wählen die Banditen dann einfach nur an. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Kämpfe zu führen, da komme ich dann später zu. Naja, sie reden noch Englisch. Wir sehen hier die Truppen der Banditen. Die haben Kavallerie dabei. Gefährlich. Die Banditen wurden überrascht. Wir haben die Oberhand. Die ideale Gelegenheit, etwas Erfahrung mit Befehlen zu sammeln. Zu Beginn solltet ihr die Zusammensetzung und Aufstellung der feindlichen Armee studieren. Nehmt danach entsprechende Änderungen an eurer eigenen Armee vor. Also wir sehen hier, wir haben zwei Speerkämpfer. Die sind natürlich gut gegen Kavallerie. Wir haben eine Infanterie. Die ist natürlich gut gegen gegnerische Infanterie. Und wir haben Bogenschützen hier drüben. Die Einheiten können sich auch, nachdem wir die Aufstellung gestartet haben, auf dem Schlachtfeld bewegen. Dafür gibt es entsprechende Befehle. Wir gucken jetzt aber erstmal, was er uns sagt. Ne, die Plünderer sind eine Gefahr für unsere Schwertkämpfer, das stimmt. Weil die mit ihrem Charge einfach sehr gut die Schwertkämpfer platt machen können. Tausche die Schwertkämpfer der Herbanne aus. Und dann machen wir das mal. Und wir wechseln hier auf dieses Fußsymbol. Und dann marschieren die hier rüber. Das kann man, wie gesagt, auch während der Schlacht noch machen. Und es ist wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, dass auch diese Schlacht hier, ihr kennt das, ne? So ein bisschen Heroes of Might and Magic mäßig. Das läuft in verschiedenen Feldern ab. Und eigentlich bräuchte man hier in der Übersicht noch so ein Gitternetz, dass man ein bisschen besser die Einheiten abstimmen kann. Denn man kann hier auch chargen und das muss man manuell machen. Man kann diese Schlachten, also man muss ganz viel manuell machen bei diesen Schlachten. Und es ist ja entscheidend, wie gut man sich hier als Kommandant zeigt, damit man diese Schlachten auch gewinnt. Okay, wir sind bereit für den Angriff. Es könnte sein, ach, ich kann jetzt gerade nichts auswählen, ne? Es könnte nämlich sein, dass er jetzt zum Beispiel hier wieder hier rüber rennt und dann doch wieder hier rein stürmt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt seht ihr hier schon, wir müssen jetzt versuchen, einen Charge zu bekommen. Ah ja, das will er uns jetzt sagen, ne? Wenn dieser Pfeil hier auftaucht, können wir chargen. Und wenn wir einmal gecharged haben, dann ist es vorbei. Wir können nicht zweimal auf die gleiche Einheit chargen. Wenn wir den also verkacken, dann haben wir halt richtig verkackt. Befehlt den Einheiten, im rechten Moment loszustürmen, um ihre Effektivität beim Angriff zu steigern. Wählt unsere Herbern, um einen Sturmangriff einzuleiten. Wählt nun unseren übrigen Herbern. Und ihr seht schon hier, wir haben also unterschiedliche Charges gesetzt. Ein sehr guter Angriff. Die Banditen wissen gar nicht, was ihnen widerfahren ist.
Jetzt sollten wir natürlich unsere Bogenschützen einsetzen, um auf die gegnerischen Speerkämpfer zu schießen. Das machen wir hier mit. Mit einem Befehl könnt ihr die Genauigkeit unserer Jäger erhöhen, genau. Und zwar hiermit. Jetzt können wir die auch noch wählen, um zu schießen. Aber da gibt es eine Abklingzeit, die muss man da immer bei berücksichtigen. Befehle können den Ausgang eines Gefechtes entscheiden. Es lohnt sich also, sich damit genau auszukennen, das stimmt. Unsere Schwertkämpfer wollen kämpfen, doch gibt es keinen Gegner für sie. Wir können aber diese billigen Bogenschützen angreifen und die provozieren. Dazu wählen wir die und machen hier die Taunt Ability und wählen die jetzt an und die kommen jetzt und greifen uns an. Das ist eine sehr, sehr schön fiese Eigenschaft. Durch das Provozieren können Nahkampfeinheiten an der Front Feinde an den hinteren Linien angreifen. Gelingt es euch, eine Linie auszulöschen, führt dies oftmals zum Sieg. Ja, also schon, ne? Und nur Einheiten hier in der Mitte können diese Taunt Ability ausführen, also diese Verhöhnung oder wie auch immer, ne? Provokation heißt das ja hier, genau. Und man kann das also machen und Einheiten dann heranziehen. Das ist natürlich gut, aber man sollte sich hier davon verabschieden, dass die Bogenschützen hier so miserabel kämpfen wie bei Rome 1. Das tun sie nur auf den niedrigen Stufen, also später kämpfen die auch mal ganz gut, sollte man also nicht unterschätzen. Nun ist es an der Zeit, das Gelernte anzuwenden, beweist, dass ihr das Land zu verteidigen versteht. Okay, also hier, du kriegst erstmal eine Sonderfertigkeit für den Angriff und du schießt jetzt erstmal da hinten auf die. Oh nein, jetzt kriege ich Friendly Fire und jetzt muss ich hier chargen. Und ihr seht, der Charge bei den Bogenschützen verläuft auch in einer anderen Geschwindigkeit als hier. Und wir könnten jetzt sagen, dass sie hier aufhören, aber momentan ist es, soweit ich weiß, noch so, dass man vom Friendly Fire eigentlich profitiert. Also in der Regel ist es für uns günstiger. Ah, schade, jetzt kann ich den nicht mehr provozieren. Ne? Eigentlich ist es für uns günstiger, auf die gegnerischen Einheiten zu bolzen, außer hier machen wir es jetzt vielleicht mal nicht. Wie sieht es da oben aus? Wir haben 15 gegen einen wahrscheinlich, ne? Ja, gegen einen. Okay, da schießen wir jetzt nicht mehr rein. Aber ihr seht hier an dieser Stelle, da kommt dann diese typische Total War Schlacht Engine zum Einsatz, wenn diese Einheiten da gegeneinander kämpfen, ne? Also da, so wie man es dann kennt. Wie gesagt, alles in Echtzeit, obwohl das auf so einer Wabenstruktur abläuft. Man mag das vielleicht jetzt nicht ganz so toll finden. Ich persönlich finde es immer noch recht interessant. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Gut gekämpft, die Banditen sind überstürzt geflohen, so überstürzt, dass ihr einen Teil der Diebesbeute zurücklesen, die wir zurückerobern können, okay. Zu Ehren eures Sieges habe ich ein Maler beauftragt, ein Porträt von euch anzufertigen. Oh, okay, und dann, wenn wir natürlich männlich ist, okay, Haare kurz ist auch okay, Haarfarbe machen wir blond. Gesicht jugendlich, ja, definitiv. Ich finde hier, erschöpft ist gut. Nachdenklich würde auch passen. Gut genährt. Mild, heiter, wolkig vielleicht. Gibt es ja auch noch irgendwie. Wir machen mal unschuldig. Ich bin die Unschuld vom Lande auf jeden Fall. Gesichtsbehaarung. Ja, bitte. Stoppel. Nein. Kurzbart. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Kleidung. Weißer Waffenrock. Da kann man noch nicht so viel auswählen. Wir nehmen hier rot-blau. Nee, warte mal, das sind die Farben von England, die will ich nicht nehmen. Ich nehme weiß. So, wir sind ja unschuldig, ne? Weiß, die Farbe der Unschuld. Hintergrund, grüner Vorhang. Die Gruft. Wir sind der Unschuldsmann von der Gruft. Wir sind der unschuldige Totengräber in der Gruft. Okay, nee, zufällig ist eigentlich unsinnig, ne? Jetzt muss ich das nochmal machen, weil ich aus Versehen auf zufällig geklickt habe. Wo war es? Unschuldig. Strohblond. Ja, ist okay. Ja, lass mal jetzt so. Gut. Der Maler hat euer Porträt fertiggestellt. Unter welchem Namen möchtet ihr bekannt sein? Als Günnerich. Also der erste geht leider nicht, ne? Ja. Okay. Man kann keine Leerzeichen einführen, ne? Ist okay. Nennen wir uns Günnerich. Oh wow, wir sind Stufe 2. Also am Anfang geht es wirklich wahnsinnig schnell mit der Stufe. Wir können jetzt Missionen annehmen und das ist doch auf jeden Fall noch ein cooles Feature, was ich euch wahrscheinlich im nächsten Part zeigen werde.
Bevor ihr euch an eine Mission wagt, sollten wir mit der Erfahrung Erf, die wir in der letzten Schlacht gewonnen haben, die Attribute und Fähigkeiten eurer Einheiten verbessern. Das Verbessern eurer Einheiten ist entscheidend, wenn ihr im Kampf gegen stärkere Gegner gewinnen wollt. Auf jeden Fall, das ist super wichtig. Und also im letzten Patch war es zumindest auch so, dass man die Einheiten immer erstmal komplett upgraden sollte, bevor man überhaupt so ein PvP, also man kann natürlich auch gegen andere Spieler spielen, duelliert, ja, also das war eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Damit endet meine Lektion, ich bleibe euch aber noch eine Weile als Berater erhalten, was euch einige Vorteile verleiht, beispielsweise sammeln eure Truppen mehr Erfahrung. Man kann Berater anheuern, genau, dann sammeln die Truppen mehr Erfahrung, man bekommt einen Bonus zum Beispiel beim Silber und so weiter und so fort. Die muss man nicht für Echtgeld kaufen, man kann sie für Echtgeld kaufen, man kann sie sich aber auch erspielen, das ist eigentlich auch eine sehr sinnvolle Sache. Dazu in den späteren Parts mehr. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sehr gemacht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.